Wir sind sehr glücklich über den Partner of the Year Award von Microsoft. Wir haben lange darauf hingearbeitet und gemeinsam, insbesondere in diesem Jahr, nochmal gezeigt, dass wir Deutschland bei der Digitalisierung ganz wesentlich unterstützen können. Partner of the Year Award, natürlich eine Wahnsinnsgeschichte, für uns erstmalig überhaupt auch zur Deutschen Telekom gekommen. Er zeigt, dass wir diese Partnerschaft sehr ernst nehmen. Das ist eine strategische Partnerschaft. Wir haben viel investiert, wir haben Dinge komplett anders gemacht. Und unsere Kunden am Ende des Tages natürlich, sie sind immer auf der sicheren Seite, ein neues und auch State-of-the-Art-Produkt zu bekommen. Geschäftskunden wollen eigentlich immer den einen Dienstleister, der ihnen alles löst. Und das ist sicherlich die ganz, ganz große Stärke der Telekom Deutschland. Wir als Telekom Deutschland sind ja der Digitalisierer des deutschen Mittelstands. Das bedeutet im Zusammenspiel mit Microsoft, wir bieten das Thema Konnektivität. Die Microsoft kann uns als Technologiepartner natürlich mit Modern Workplace-Lösungen im Endeffekt unser Portfolio veredeln. Wenn zwei große Skalenspieler wie Microsoft und Telekom zusammenkommen, haben wir da eine ganze Menge Projekterfahrung über die ganzen Jahre. Dies kommt dem Endkunden zugute. Wir profitieren natürlich davon, dass der Kunde auch versteht, dass wir eben nicht nur Goldpartner von Microsoft sind. Nein, wir sind Partner of the Year. Es gibt einfach kaum jemanden im deutschen Markt, der sowohl die Netzinfrastruktur als auch die IT-Leistung so zusammen zum Kunden bringen kann. Es muss am Tagesende mal sinnvoll sein für den Kunden, für die Microsoft und für die Telekom. Wenn man so eine Auszeichnung von der Microsoft dann bekommt, glaube ich, ist das wirklich auch ein tolles Zeichen, dass man sagt, die Arbeit der Telekom-Kollegen wird gewertschätzt und der Kunde nimmt das natürlich auch wahr.